Dass die auch immer zweimal angreifen müssen. So, ich schiebe einfach nochmal ein Estus Flakon hinterher. Aber es ist schon gut, dass ich das Lagerfeuer, das Leuchtfeuer entfacht habe, sonst hätte ich jetzt nur noch zwei Estus Flakon und damit wäre ich, glaube ich, nicht glücklich geworden. So, da unten ist meine Leiche. Die hätte ich schon ganz gerne wieder. Ich glaube, da waren schon wieder über 1000 Seelen. Und wie soll ich den denn durchs Feuer locken? Ich meine, wenn er durchläuft, dann bringt er mich doch auch um, oder nicht? Ich versuche einfach mal was. Ich meine, ich muss mich da ja nicht offensiv irgendwie hinstellen. Ich kann ja auch einfach hier hin. Vielleicht ist das Ding ja so blöd. Und rennt dann auf mich zu. Oder wenn ich hier jetzt vielleicht einen Köder auch hinwerfe. Ach ja, muss ich erstmal ausrüsten. Lalala. Da. Hier, Wanderfluch. Ermöglicht zeitwillig Kampf gegen Geister. Habe ich auch gefunden. Und zwar in dieser komischen Stadt, wo ich war. Das war der erste Feind oder so, der hat das fallen gelassen. Wollte ich eigentlich nicht aufheben, weil ich habe gemerkt, ich gehöre da nicht hin. Ja, und habe ich jetzt und... Ich meine, irgendwann sind wir da ja sowieso. Also, von daher... Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, wovon ich rede, außer die, die das, das Spiel kennen. Es war wahrscheinlich diese Schandstadt. So, lockt bestimmte Arten von Feinden an. Köder ist sowieso so eine Sache, werde ich wahrscheinlich kaum nutzen. Jawohl. Na, mein Dicker? Na, hat's dir Spaß gemacht? Oh, es hat ja kaum was abgezogen. Das ist ja doof. Ach, so eine Scheiße. ...64... ...128... Ja, ja, komm, komm, brenn, brenn! Du kleines... ...Ding. Okay, dann versuche ich doch einfach mal mit Brandgranaten jetzt den Rest zu erledigen, weil ich glaube, der ist schon ganz schön geschwächt. Na, willst du mich anvisieren, wa? Ja, ja, ich verstehe dich. Und wieder fehlt mir eine Brandgranate. Genau wie damals beim Taurus-Dämon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, das ist doch unglaublich. Da fehlt mir wieder eine Brandbombe. Ja, ich könnte jetzt natürlich zurückgehen und mir noch eine Brandbombe kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Wahrscheinlich bin ich wieder so blöd und falle irgendwo runter oder sonst was. Irgendwas anderes, was peinlich ist. Los, Dickerchen. Okay, okay, komm, 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 komm. Ich wollte doch nur mal eine Runde spielen. Oh. Ah, du bist ja mal ein Volltrottel. Ich stehe auf Volltrottel. Zumindest wenn sie meine Feinde sind. Okay. Ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Und warum ist das Tor zu? Ich weiß, ich bin hier schon mal durchgekommen. Aber da bin ich ja wirklich durchgesprintet und durchgehechtet durch dieses Tor. Naja, gehen wir halt hier mal weiter, ne? Kann ja auch nicht schaden. Oh, was bist du denn für einer? Ein Schwächling? Oh, nein, 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 ich hab's doch nicht so gemeint. Ich hab's doch nicht so gemeint. Komm ruhig her. Ich meine, ihr seid genauso verdammte Seelen wie... Meine verdammte Seele verdammt ist. Ich habe den Satz schon wieder komplett falsch angefangen. Kann ich das hier denn kaputt hauen? Ja, kann ich. Vielleicht finden wir noch irgendein Mega-Item. Oh. Ihr seht, also die haben Framerate-Einbrüche. Die haben wirklich nicht großartig eine Chance. Finde ich ganz gut so. So, weg mit dir. Da unten sehe ich doch schon irgendwas glänzen. Das ist doch
Sehr gut. Na, was hast du für uns? Ein Geheimschlüssel. Ein Geheimschlüssel. Wow, episch. Moment, das lese ich mir doch direkt mal hier auf der Treppe, auf der Leiter durch, was der Geheimschlüssel denn so kann. Wo sehe ich das nochmal? Ah ja, ich bin ganz falsch hier. Gegenstände. Öffne Kerker, bla bla bla, das hatten wir schon. Geheimschlüssel. Ähnelt normalen Gefängniszellenschlüssel. Es scheint sich. Achso, der Zweck dieses Schlüssels ist unbekannt. Es scheint sich um einen einfachen Gefängniszellenschlüssel zu handeln. Handeln. Deutsche schwere Sprache. Joa. Wird dann wohl für ein Gefängnis sein. Also für eine Zelle. Oh, da ist doch noch was. Das lasse ich mir doch nicht entgehen, diese einzigartige Möglichkeit. Ach, das. Autsch. Ich krieg das noch. Das möchte ich doch gerne haben. Das ist nur wieder so eine Geschicklichkeitssache. Seele verlorene Untoter. Joa, besser als nix. Dafür, dass ich nicht so viel machen musste, um das zu bekommen, ist das doch schon sehr gut. Okay, gehen wir mal weiter. Leuchtfeuer wäre jetzt ganz nett. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt wieder sterbe und ans Leuchtfeuer zurückkehre. Noch Nebel. Ist dann das komische Wildschwein tot oder nicht? Ich meine, der Taurus-Dämon, der war danach ja gespeichert, also dass er tot war. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses scheiß Wildschwein da als Endgegner gespeichert wird oder gewertet wird, sag ich mal. Na, eigentlich möchte ich da nicht durch. Aber. Oh, ich habe Menschlichkeit. Aha. Okay. Seele verlorener Untoter, das kann erstmal weg. Ich weiß nicht, Goldharz brauche ich nicht. Ah ja, wir haben einmal Menschlichkeit. Sehr schön. Das ist doch gut, dann wird es wohl demnächst auch wieder in menschlicher Gestalt hier weitergehen. Entschuldigung, ich habe mich in der Straße doch geirrt. Ach, das war ja ein netter Geselle da. Uiuiui. Okay, das ist nur so einer. Komm her. Na, wo sind wir denn jetzt? Ach so. Ich verstehe. Moment, wenn ich da runter gehe, dann kommt bestimmt das gleiche dabei raus, als wenn ich da lang gehen würde. Oder? Boah, die sieht schon krass aus, ne? Also das ist wirklich so ein Ding, da habe ich echt Respekt vor. Was haben wir denn hier? Achso, hier bin ich hergekommen. Also ich habe wirklich vor jedem Gegner echt Respekt. Okay, außer vor diesen kleinen Dingern. Die sind mittlerweile echt lächerlich. Ja, vor so welchen Dingern? Ich gucke hier erstmal mal um die Ecke lunzen. Ah! Hat der mir Angst eingejagt gerade. Ja, ich mache immer alles falsch, ich weiß. So, besser? Ich denke schon. So, cheers. Och nein. Boah, ist das gerade ein epischer Kampfplatz hier. Kann ich den dann schon besiegen? Oh ja, das sieht so aus. Oh, aber das ist echt ein. Das ist ein Dicker. Mein. Mann, Mann.
Ha, ich hab ihn! Jawohl! Hui! Das ist nicht fair. Oh nein, jetzt kommen auch noch Framerate-Einbrüche. Oh nein, oh nein! Das Schlimme ist, es gibt keine Pause. Also in anderen Spielen, in normalen Spielen, würde ich hier jetzt Pause drücken. Achso, und übrigens habe gesehen, dass ich Höhlensoldaten-Lendentuch aufgehoben habe. Und dass hier noch die ganze Zeit so ein kleiner Strolch mit Bogen schießt, das ist ja auch die größte Frechheit. Sorry, ich habe, glaube ich, eben irgendwas Tolles gemacht, aber was ist denn mit den Frames los? Das ist ja eine Scheiße. In so welchen Situationen? Ja, Mann! Meine Güte, ey. So, jetzt kommst du erstmal hier. Du kleine Drecksau. Denkst du bist ein ganz toller. Es macht richtig Spaß, diese ganzen CPUs zu beleidigen. Ich weiß, Leute, ihr habt auch Gefühle. Was ist denn mit den Frames los? Also bitte. Also mit 10 Frames in einer Sekunde, das geht nicht. Heilige Mutter Gottes. Oh nein, da ist meine Kraft leer. Übrigens, ich leuchte wegen dem komischen Ring. Ich glaube, es war... Jawohl, jawohl. Meine Güte. Aber ich glaube, hier geht immer noch irgendwas, kann sein. Oh, ich hatte eben gerade wirklich richtig Herzrasen hier. Oh, das war knapp. Ich glaube, das war ziemlich knapp. So, was ich hier jetzt mache, ist, ich möchte erstmal das Leuchtfeuer entfachen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, ne? Aber wird schon. So, erstmal hier ein bisschen aufgeseelt. Ha, versteht ihr? Aufgelevelt nur mit Seelen. Ha, cool, ne? Der war nicht gut, nein. Aufsteigen. Was bringt mir da am meisten? Ich würde sagen, Stärke mache ich nochmal. Oder Kondition. Kondition wäre auch gut. Oder Beweglichkeit. Beweglichkeit hört sich auch gut an. Nehmen wir so. Weil das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht ausgerüstet. Ach so, genau, ich muss ja erstmal Aushöhlung umkehren. Sag mal, wer hämmert hier eigentlich die ganze Zeit? Ist das irgendein Schmied oder? Das wäre ja schöner, wenn es ein netter Schmied ist, dann macht mir das nichts aus. Also. Alter, ich hab's echt überlebt, diesen komischen. Was ist denn mit den Frames los? Ey, mit 20 Frames kann man doch nicht... Es ist ein Wunder, dass ich die geschafft habe mit so einer Frames. Guckt euch die Scheiße doch mal an. So, ich mache hier ganz kurz mal einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss das mal kurz beheben. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen besser mit den Frames. Nein, es ist noch beschissener geworden. Okay, jetzt sind sie wieder einigermaßen stabil und wenn ich hier runtergehe, ja, dann auch, aber ich glaube,
Guckt euch den noch mal an. Ey, das ist... Der hat die Frisur vom Witcher, nur in Extrem. Okay, es laggt zu doll. Es laggt, es laggt. Ihr wisst schon, es hakt. Deswegen würde ich sagen, Leuchtfeuer, perfekte Stelle, mache ich doch erstmal einen Cut, weil das mit den Frames, das geht so nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin.